Riesenglück hatte ein 20-Jähriger aus Wittmund, der am Montag gegen 13 Uhr auf dem Oldenburger Damm in Sande kurz vor dem Twisterkreisel von der Straße abgekommen ist. Laut Polizei war der Wagen des jungen Fahrers gut 120 Meter über die Berme gerauscht, hatte mehrere Bäume verfehlt, eine Leitplanke umgefahren und war mit der Front im Graben gelandet. Der Mann und seine Mutter wurden offenbar nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Schaden an der Front.